Willkommen zusammen beim neuen Let's Play von Quantum Break. Freut mich besonders, dass ich es euch präsentieren kann. Ich selbst habe ja keine Xbox 360, noch nicht. Wollte mir die ja noch nicht so gewaltig zulegen oder die Xbox One. Bin eher PC oder PlayStation orientiert. Habe jetzt Quantum Break hier am PC. Ich meine, ja, wir haben viel gelesen. Es gibt massive Performance-Probleme am PC bei der Portierung. Ist nicht mit viel Liebe zum Detail gemacht worden. Ich sag mal, für Let's Play reicht's, wenn es bei den Videosequenzen, bei den Filmsequenzen etwas ruckt und so weiter, vergebt das. Hat nichts mit der Performance der Maschine zu tun. Der Rechner, auf dem das läuft, der ist wirklich nonplusultra am letzten Stand der Technik. Auch Grafikkarten ist alles wassergekühlt, aber trotzdem, es ruckt leicht. Das ist einfach die Portierung von Microsoft. Ja, trotzdem freut mich, dass wir wieder ein neues Let's Play haben. Die Story ist auf jeden Fall mörderisch spannend. Das habe ich schon mitbekommen. Ich kenne das Spiel selbst nicht. Ich bin genauso wie ihr, tauche komplett neu in das Abenteuer ein. Ich habe nur die Grafik und alles so weit eingerichtet, dass das passt. Ja, und ansonsten einfach wieder unser altes Motto, ja, Licht aus, PC-Tablet an, Kopfhörer auf, bitte nicht stören vor der Tür, Chips, Knabbergepäck, Getränke bereitstellen, ja, und dann einfach ab ins neue Abenteuer. Ich bin euer Salonix und das ist Quantum Break. Die Zeit ist Todesursache Nummer eins. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen, ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Und somit sind wir auch schon mitten im Spiel drinnen. Drücke W für Bewegung. Ja, das sind ja die altgewohnten ASD, W und Y. Genau. Zum Bewegen. Ja, wir schauen uns jetzt einfach einmal um. Wir treffen uns mit dem Paul, also da bei der Riverport University. Ich weiß zwar nicht, ich sollte wo. Zu Paul gehen. Ja, das Gelände ist groß. Wir müssen den Ball erst einmal finden. Ja, das ist nicht so einfach. Was haben wir da? Conserve the Library. Okay. Schau, wir haben da mal eine Map. Vielleicht erfahren wir da mehr. Paul hat mir gesagt, ich soll zum Physiklabor kommen. Na bitte, das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Physiklabor. Jetzt müssen wir da unten nur schauen, wo haben wir Physik. Ellison, Gallium, Bandler, Morgan, Saxon, Meyer Physik Research Center. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ich gehe besser auf den Campus. Puh,
Also, dass diese Spielcharacters in letzter Zeit immer so Druck und nerven müssen. So, Meyer Physics Research Center, Gebäude 11. Das ist da. Das ist das moderne, der große Campus. Wir sind hier. Das heißt, wir müssen einfach vor, links und wieder links. Dann sind wir da. Alles klar. Okay. Zurück. Handlungsobjekte. Finde Handlungsobjekte in der Welt, um tiefer in die Geschichte von Quantum Break einzutauchen. Du kannst dir bereits eingesammelte Handlungsobjekte im Zeitstrangmenü unter T des Spiels ansehen. Also wenn wir T drücken, okay, dann haben wir den Zeitstrang und das ist der Akt 1, den wir jetzt sind. Jack Joyce kommt an die Riverport University an, um sich mit seinem besten Freund Paul Serene zu treffen, der die Hilfe von jemandem braucht, dem er vertrauen kann. Okay? Passt. Wunderbar. Was haben wir da? Was ist mit dir los? Harte Nacht gehabt? Schaut wirklich so aus. Schei. Ach, ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Ja. Okay. Der nette Herr, der den synchronisiert, war wahrscheinlich in seinem Leben noch nie wirklich angesoffen. So spricht man nicht, wenn man auch wirklich fett ist und wenn er schlecht ist. Sicher nicht. Aber der hat 1, 2, 3 Dosen, 4 Dosen und ein flaschenhartes Getränk. Also von 4 Dosen Bier ist man nicht so benannt, ich nicht. Gut, ich bin nicht der Standard, aber man ist normalerweise nicht von 4 Dosen Bier so benannt und dann haben wir ein hartes Getränk. Da wissen wir aber nicht, wie viel da fehlt. Die schaut recht voll aus. Naja, Jugendlicher halt, nicht? Na gut, dann begeben wir uns zur University und schauen wir, dass wir uns mit dem Paul treffen. Was steht da? Join the protest. Tritt dem Protest bei. Was? Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Na, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht kennen den Paul. Außerdem hat er die Stimme von Willy, von Alf, von der Serie. Wer die kennt, wird sich erinnern bei der Stimme von Paul. So, lesen wir einmal. Demo-Flyer. Hey du, unternimm etwas. Sofort. Monarch Solution will den Stolz der Riverport University abreißen. Die wunderschöne und historische Bibliothek, in der sich zahlreiche Generationen Wissen angeeignet haben. Sie ist Teil unseres kulturellen Erbes, aber es ist ihnen völlig egal. Willst du dich damit einfach abfinden? Natürlich nicht. Unternimmst du etwas dagegen? Selbstverständlich. Zuallererst kannst du online gehen und unter Hashtag SaveTheLibrary Dampf ablassen. Sie werden nur dann von der Sache Abstand nehmen, wenn der Druck der Öffentlichkeit zu groß wird. Zweitens kannst du an unserer Demo teilnehmen, die am 8. Oktober an der Uni stattfindet. Zeigen wir ihnen, dass es noch Menschen in Riverport gibt, denen nicht alles egal ist. Okay, dann gibt es also ein Unternehmen. Die Monarch Solutions. Große Industrie, da steht es eh, Monarch Solution, Problems, okay. Solutions, quasi für Lösung, ist durchgestrichen und Problems drunter. Das heißt aber auch, die wollen diesen Campus abreißen, weil die da wahrscheinlich irgendwas bauen wollen. Und das kommt natürlich den Studenten nicht zugute. Schau, was haben wir da? Toto. Das ist ziemlich unheilvoll. Ja, was auch immer unheilvoll oder was auch immer das darstellen soll. Das sind aber Gesichter. Ah, okay. Gut. Wer liegt denn da bitte? Also irgendwie schaut man das nach Saufgelage aus und wie, nicht so nach Demo. Aber vielleicht sind Demos so, keine Ahnung. Da liegt das Handy, da liegen Bierdosen und Becher. Was haben wir da? Tolle Demo. Denke mal gerade, ja. Schaut nicht wirklich nach Demo aus. Okay, das. Was ist das? Der hat Zopferl? Keine Ahnung. Sie oder er ist absolut, ja, im Reich des Alkohols entschwunden und nicht ansprechbar. So, da gehen wir nicht durch, da sind Gebüsche. Was haben wir da? Schau, da gibt es wieder ein Plakat. Info, sign the petition.
Die Petition Follow Us on Social Networks, wie ist da eine Website? Die machen also auch im Internet mobil. Protestliste, Aushang, Monarchs Probleme beseitigen. Die Monarch-Probleme beenden. Seit Jahren kauft Monarch Solutions Riverport Stück für Stück auf. Sie überrollen kleine Geschäfte und die örtliche Kultur, um ihre Unternehmensherrschaft zu festigen. Am 9. Oktober wollen sie die historische Bibliothek der Riverport University abreißen, um Platz für von Monarch finanzierte Forschungszentren zu schaffen. Sie sind zu weit gegangen. Schnauze voll davon, wie Monarch Solutions die Stadt in ein Unternehmensmonopoly verwandelt. Wir auch. Es wird Zeit, diesen Austausch von Kultur für Profit aufzuhalten. Es wird Zeit, Monarch aufzuhalten. Am 8. Oktober, 19 Uhr, brauchen wir Hilfe, um ein Bewusstsein für die schändlichen Taten von Monarch unter die Leute zu bringen. Schließen Sie sich unserem Protest am zentralen Innenhof an. Schlagen Sie ein Lager auf und genießen Sie die ganze Nacht Musik. Sagen Sie es auch Ihren Freunden. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Amy Ferrero, aferrero@riverportuniversity.com. Hinweis, bei diesem Event ist Alkohol verboten. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Habe ich sofort gewusst, wie ich da reingekommen bin, dass da Alkohol verboten ist. Hat schon beim Eingang der Universität, beim Kollegen, der bei 4000 Bier aus dem Raum ankippt, und da hinten beim Baum, die ruht sich ja nur aus. Ja, der oder die ruht sich nur aus. Alles nichts zu tun mit Alkohol. Ganz klar. Warum auch? Gibt's keinen Alkohol, ist ja verboten. Ach, wer's glaubt. Da haben wir wieder ein paar Plakate. Comic Fest Riverport. Monarch. Hands off, Monarch, Our History. Da sind also die Plakate und alles für die Demo. Da zieht sich einer Heavy Metal rein. Wahnsinn. Was ist mit den beiden da? Die schauen mal halbwegs normal nur aus. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Okay. Metallschildkröte. Ah, das Schatz, ist also. Können wir jetzt nach Hause? Okay. Das als Schildkröte zu interpretieren? Okay. Ja. Gut, die beiden sind wahrscheinlich nicht so mit Alkohol zugetrönt. Please go round. Please go round. Registration on the left, thanks. Okay, no history, no future. Was haben wir da? Hey, hier ist Bobby Redford am Ende seiner Nachtschicht. Wie geht es Ihnen da draußen, Bewohner von Riverport? Sind Sie noch unterwegs? Wachen Sie gerade auf? Oder gehen Sie zu Bett? Vielleicht schlafen Sie ja schon. Könnte ich Ihnen nicht verübeln. Es passiert momentan sowieso nicht viel in der Innenstadt. Außer Sie sind auf dem Campus der Riverport Universität, wo noch immer heftig gegen Monarch Solutions protestiert wird. Monarch möchte nämlich die alte Campusbibliothek abreißen und ein brandneues Gebäude hochziehen. Die Demonstranten glauben, dass dieses Gebäude zu unserem Vermächtnis gehört und Monarch nicht noch einen weiteren Teil Riverports für sich vereinnehmen darf. Ich persönlich stehe auf der Seite der Aktivisten. Ich bin mir sicher, dass Monarchs neues Gebäude bestimmt groß und glänzend wird. Aber ehrlich, da scheiß ich drauf. Ich liebe diese alte Bibliothek, auch wenn sie etwas marode ist. Ich mag, wenn etwas Charakter hat. Und Monarch, verdammt. Die haben so viel Charakter wie ein brandneues Smartphone. Von mir aus können sie mich ein Hipster oder sowas nennen. Ich finde einfach, dass man kein klugscheißer Arschloch mit Biotonschuhen und einer ironischen Frisur sein muss, um ein nettes Restaurant mit Persönlichkeit einem weiteren Kettenrestaurant vorzuziehen. Aber so sehr es mir wehtut, das zu sagen, ich denke, die Sache ist gelaufen. Monarch wird die Bibliothek morgen abreißen, egal was wir dazu sagen. Sparen wir uns die Kräfte lieber für den nächsten Kampf. Denn ich bin mir sicher, dass sie mit unserer Stadt noch nicht fertig sind. Aha, so viel Charakter wie ein brandneues Smartphone. Haben wir auch noch nie gehört, wie viel Charakter hat ein neues brandneues Smartphone? Puh, keine Ahnung. Komm, Amy, lass gut sein für heute. Die es Amy. Ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Die Proteste schienen völlig aussichtslos. Das machte mir die Studenten sympathisch. Okay. Hands off, expose the lies. Da stehen die Zelte von den ganzen Studenten, die da die Demo gemacht haben. Die haben wahrscheinlich, die übernachten da auch auf dem Campus. Ich frage mich ja nur, warum die teilweise hier Zelte, na gut, aus Demozwecken, weil die werden doch da Unterkünfte auch haben am Campus.
Das werden doch nicht nur Schulgebäude sein. Ein Universitätscampus hat doch auch Unterkünfte von den ganzen Studenten. Also warum Zelt hier aufstellen? War das wahrscheinlich auch eine Art des Protests, damit es gesehen wird, wenn alle da im Campus in ihre Zimmer gehen, dann ist ja der Campus leer. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auffallen. Deshalb laute Musik, Zelte, Plakate und. Liberation Party. LLP. Info. So, wer bist denn du? Schauen wir mal. Komm her. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht. Wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Naja, das werden wir tun. Die Amy ist süß. Die werden wir fragen. Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut. Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt. Und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Okay, wo sehe ich die Grafik mit allen Details? Amy, hallo? Hier, sieh dir die Grafik an. Wo? Der Paint da, der zeigt mir sicher keine Grafik. Wo? Interessiert es dich? Ah, da, okay. Oder hängst du hier nur rum? Amys Monarch-Zeitstrang, Monarch-Probleme. Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut, viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. Okay, Amys Monarch-Zeitstrang. Ankauf von Riverport seit 99, also 99 Aufkauf aller großen Technologieunternehmen und Sicherheitsfirmen in Riverport mit Geld aus dubiosen Geschäften. 2000 keine Beantwortung von Fragen, wer wirklich Monarch leitet. 2001 Aufkauf großer Medienunternehmen, es wurden keine Fragen mehr gestellt. 2006 Kauf von Gull Island, Abriss eines Kriegsdenkmals für den Bau der FUI-Labore. 2008 Abriss des Hauptbahnhofs Riverport für den Bau des Monarch-Gebäudes. 2010 Kauf des gesamten Industriegebiets unter Trockendocks, wodurch 1000 Menschen ihre Arbeit verloren. Na servus. 2016 Vorhaben der historischen Bibliothek die Riverport University abzureißen, um sie durch eine weitere Forschungsanlage zu ersetzen. Was ist Monarchs Ziel? Niemand weiß es. Wer leitet das Unternehmen? Niemand weiß es. Wann wollen wir die Antworten? Jetzt. Okay. Ich glaube, die werden wir aber nicht kriegen. We are the 99%. Wir werden die Antworten nicht bekommen, weil wir wissen ja, wie große Milliardenkonzerne und Monarch dürfte so einer sein, handeln. Es ist ihnen nämlich scheißegal, was das Volk denkt. Es ist ihnen scheißegal, was das Volk verlangt oder die Leute oder die Menschen verlangen. Sie sind rücksichtslos, brutal, eiskalt. Ja, so kommen sie auch zum Erfolg, aber es ist ihnen scheißegal. Wie passend für einige, viele Unternehmen in der heutigen Zeit. Ja, wie rücksichtslos und profitgierig mit Ellbogen gegen die Menschheit vorgegangen wird, nur um Firmenziele durchzusetzen. So, was haben wir da? Expose the lies, find the truth. Schauen wir uns einmal an. Aha, Wasservideo. Können wir uns da besser platzieren? It's not a lake. Okay. It's an ocean. Okay. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Every story finds its writer. Thank you.
bloody knife in his hand. The light of the flashlight. He smiles a wicked smile. He lies in the pool. Blood on his face. Eyes staring. Have two faces, the one we wear for all to see, and the face that lies beneath in the dark. Na ja, hat zwar jetzt nicht viel mit Monarch zu tun, schaut mal eher nach Horror-Krimiserie aus. Die Message von der ganzen Geschichte sollte eigentlich sein, jeder hat zwei Gesichter, das eine über der Oberfläche, das eine unter der Oberfläche im Finstern. Deshalb auch der Ozean am Anfang, über der Oberfläche, unter der Oberfläche. Ja, expose the lies, find the truth. Das sind halt so Propagandavideos, um die Menschen wachzurütteln und sie auf den Weg zu bringen, wo man sie eigentlich hinbringen möchte. Ja, spricht mich jetzt nicht wirklich an, das Video, aber okay. Paul war schon immer erfolgshungrig, vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Okay. Ist das der Paul, der da auf uns wartet? Schauen wir mal. Hey, die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Deshalb bin ich nicht hier, Chef. Sie brauchen nicht den Wachmann rufen. Arschloch. Was? Was ist mit dem los? Miese Laune oder was? Wo ist Ihre Uniform? Was war das? Kommen Sie schon. Ich erkenne Wachleute, wenn ich sie sehe. Sicher, dass Sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich. Gehen Sie einfach weg. Liam Burke, ein Monarch Security Officer. Unser erstes Treffen war geradezu herzlich, wenn man bedenkt, wie unser nächstes Treffen ablief. Oje, den Typen sehen wir ein zweites Mal. Und wahrscheinlich nicht in so einer friedlichen... Los jetzt. Gehen Sie weiter. Unter Anführungszeichen friedlichen Situation wie jetzt. Ja, jetzt da. Piss da nicht in die Hose. Ich gehe ja weiter. Meyer Physics Research Center. Da müssen wir hinein. Da treffen wir wahrscheinlich den Paul.